immer. Okay. Ich mach's am Anfang so und nicht wundern, geh dann raus. Das ist nur so für rein und raus. Ich guck dann dich an. Genau, ich stehe dann noch hier und dann machen wir das. Okay. Ja. Ich weiß, diese schwedische Au-pair-Austausch-Reporterin wäre die lieber gewesen, aber die hat heute frei. Ja, das war blöd. Scheiß gelaufen, ich sag's ja auch mal wieder. Die muss heute Kaffee kochen. Fangen wir an, okay. Zum Quartett der bereits qualifizierten Snowboard-Crossfahrer, da gehört Martin Nörl. Und für ihn wären es seine ersten Olympischen Spiele. Von daher eine besondere Nervosität, die schon bei dir jetzt herrscht, obwohl ja noch ein paar Wochen Zeit sind. Ja, nee, es geht eigentlich. Wir haben im Moment echt noch viel zu tun. Also wir fahren jetzt dann in die Türkei, dann weiter nach Bulgarien, dann noch unser Heimweltcup und dann geht's direkt los. Also im Moment geht's noch. Wie ist denn so die eigene Erwartungshaltung an dich selbst für die Olympischen Spiele? Naja, die ist schon hoch auf jeden Fall, weil klar, man kommt da hin und man will eigentlich das beste Rennen der Saison dann dort abliefern. Gibt es irgendwelche Vorgaben vom Verband, dass sie gesagt haben, wenn wir 4 oder vielleicht 5, 6 Leute sogar beim Snowboardcross haben, dann wollen wir Minimum eine Medaille oder wenigstens ein Halbfinale? Was ist so momentan bei euch so im Gespräch? Naja, eine Medaille will man auf jeden Fall haben. Das wollen wir Athleten natürlich auch. Wie schätzt du deine Chancen ein? Realistisch, du hast ja nun aufgrund der Weltcuprennen diese Saison schon ein bisschen Anhaltspunkt bekommen. Wie sieht's aus so von den Leuten, die momentan vielleicht am fittesten sind und verglichen mit deiner Form? Naja, also Paul ist natürlich auf jeden Fall mega drauf. Dann gibt es noch ein paar internationale Kandidaten, die auf jeden Fall top beieinander sind. Man wird sehen. Martin, ich drücke dir die Daumen, dass es wirklich gut klappt. Mit 24 Jahren ist er in einem guten Snowboard-Cross-Alter und strebt so langsam dann vielleicht auch dem Höhepunkt seiner Karriere an. Auf jeden Fall werden die Olympischen Spiele für ihn ein erster wirklicher Meilenstein in der Karriere werden. Sehr gut. Also souverän gemeistert. Auch ohne Au-pair-Studie. Schade.